Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Maria Staribacher ist Speakerin, Autorin und arbeitet als Coach zu den Schwerpunkten Lampenfieber und Selbstvertrauen. Heute sprechen wir mit ihr über das Thema Resilienz. Frau Staribacher, Menschen reagieren unterschiedlich auf Umbrüche oder auch Veränderungen. Manchen geht es super einfach von der Hand und manche haben damit sehr, sehr stark zu kämpfen. Das ist ein großer Aufwand oder vielleicht sogar eine Stresssituation. Und diese unlösbare Herausforderung, für die es manche bedeutet, hat natürlich auch mit einer gewissen Art und Weise der Resilienz zu tun, wie ich damit umgehe. Und genau das ist unser Thema heute. Was bedeutet denn eigentlich Resilienz und wie sind Sie dazu gekommen, dieses Thema in Ihrem Coaching-Bereich weiter fortzuführen? Resilienz ist ganz einfach ausgedrückt die innere Widerstandskraft. Also das heißt, wenn man etwas erlebt, das einen beeinträchtigt, dass man sich einfach schnell wieder erholt, dass man schnell wieder die alte Form herstellt, wobei ich nicht so überzeugt bin von dieser Definition, weil man wird nicht mehr derselbe Mensch, sondern man wird ein Stück größer dadurch. Ja? Und wie schnell das Menschen bewältigen können, hängt von ihrer Resilienz ab. Also wie stabil sie sind, wie schnell sie sich fangen können. Und da gibt es eben verschiedene Faktoren, die da mitspielen, damit das schneller geht. Und vielleicht erzähle ich ein Beispiel aus meinem Leben. Ja? Ich weiß noch ganz genau, der 13. März, Freitag, der 13. März 2020 war ein schwarzer Freitag für mich. Ich hätte am nächsten Tag beruflich in die Karibik fliegen sollen, die Koffer waren schon gepackt und dann kam um 5 Uhr das E-Mail, die Reise ist abgesagt. Ich habe gewusst, ich werde keine Entschädigung dafür bekommen und dann kamen nach und nach die ganzen E-Mails und Anrufe und Absagen von meinen Seminaren, die ich damals sehr viel gehalten habe und ich habe gewusst, ich habe ein halbes Jahr kein Einkommen. Ja, es hat mich umgehaut. Ich war schneller mal wie gelähmt. Ich wusste wirklich nicht weiter und ich war verzweifelt. Aber ich habe mich dann doch relativ schnell erholt und habe gesagt, okay, jetzt ist die Situation so, was kann ich tun? Und Gott sei Dank gibt es das Internet, ja, wenn man schon nicht live Menschen treffen durfte. Damals war es ja noch ganz streng bei uns in Österreich. Und dann bin ich ins Internet gegangen, habe mal da was gelernt, es gibt so viele Gratiskurse, ja, und habe angefangen zu schauen, aha, da gibt es das, dann habe ich Darwin kennengelernt, dann war das. Und das war so der Beginn vor 2 Jahren und das hat mich heute, ich weiß nicht, 10 Stufen hinaufgebracht. Ich habe so viele Menschen kennengelernt im Internet, ich habe so viel gelernt und ich habe die Zeit genutzt, ich habe dann mein Buch geschrieben. Also es geht darum, zu schauen, was ist möglich, nicht was ist nicht möglich, was ist möglich und das zu nutzen. Und dann kommt die Kraft auch wieder zurück. Ja, das ist ein Teil der Resilienz. Soziale Kontakte zu haben ist auch ein Teil von Resilienz. Und wir wissen auch aus Forschungen, wenn man nicht alleine ist, wenn man mit jemandem sprechen kann, dass Ängste und Sorgen viel schneller vergehen auch wieder, weil man das Gefühl hat, man ist aufgehoben und in einer Gemeinschaft. Ja. Natürlich ist auch die Sinnhaftigkeit wichtig, dass wir wissen, dass unser Leben eingebettet ist in was Großes Ganzes und Sinn macht, auch was wir tun. Es ist wichtig, sich auszurichten auf Ziele. Menschen, die ein Ziel haben, die stehen auch schneller auf, weil sie wissen, warum. Sie suchen die Lösung, eben habe ich schon gesagt, sie schauen, was ist möglich und was ist und nicht, was ist nicht möglich. Und sie übernehmen die Verantwortung für sich und ihr Leben. Und wenn man das manchmal nicht von alleine schafft, braucht man eben ein klein wenig Hilfe von außen. Und Sie haben in diesen Bereichen eine umfassende Ausbildung. Das ist so viel, dass ich mir das nicht merken konnte. Ich muss das sogar ablesen. Sie sind systemischer Coach, diplomierte Lebens- und Sozialberaterin, Instant Change Certified Professionals, Wingwave Coach, Trainer, diplomierte Bildungsmanagerin, Schauspielerin. Und Sie haben zudem auch ein Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft abgeschlossen. Hier einmal ganz kurz
Wow, großartig. Ja. So, und durch diese ganzen Ausbildungen und durch diese Lebenserfahrungen, durch die Sie gegangen sind, haben Sie wahrscheinlich auch sehr viel Resilienz erlernen müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass sowohl auf einem die theoretische Arbeit, aber auch Ihre praktischen Erfahrungen Ihnen dabei helfen, diese Resilienz weiterzugeben. Deswegen meine konkrete Frage, es hört sich natürlich großartig an, was Sie sagen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es mein Leben erleichtert. Aber wie kann ich denn Resilienz lernen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass man zunächst einmal auch wissen muss, welche Faktoren da mitspielen. Und es sind ja mehrere Faktoren, die ich jetzt auch aufgezählt habe. Und es ist jetzt nicht schlimm, wenn jetzt ein Faktor davon von 0 bis 10 Punkte nur 3 hat. Aber dann weiß ich, okay, da kann ich schauen, dass ich da mich verbessere, wenn es bei den sozialen Kontakten ist. Was ganz, ganz wichtig ist, und das vergessen viele Menschen, ja. Jetzt ist es wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerückt durch die Vereinsamung und durch die Abkapselung und was weiß ich. Aber dann weiß ich, okay, einmal am Tag mit jemandem zu sprechen aus dem Freundeskreis oder so, wenn man sonst ganz alleine ist. Oder zu lernen, den Blick dorthin zu richten, wo was Gutes ist. Zum Beispiel die Dankbarkeit ist ganz ein großes und wichtiges Tool und das ist nicht schwer, auch in unseren Zeiten. Wir haben so viel und wir können so dankbar sein für so vieles. Und wenn man dankbar ist, dann verliert sich das Gefühl von, oh, ich habe nichts und ich, keine Ahnung, liege am Boden. Ein Gegenspieler von der Resilienz ist der Stress. Und wenn wir kurzfristig in gewissen Stresssituationen sind und dieses Phänomen erleben, kann es das natürlich auch so ein bisschen die Resilienz kaputt machen oder so ein bisschen da quer reinschießen. Gibt es denn aus Ihren Erfahrungen her Tipps und Tricks, wie ich vielleicht Stresssymptome besser kontrollieren kann oder die vielleicht auch nicht so nah an mich ranlassen muss? Gibt es da irgendwas, was ich üben kann, wie ich meine Einstellung ändern kann? Ja, also auch wenn ganz, ganz viel Stress ist, sollte man trotzdem darauf achten, Pausen zu machen, Ruhezeiten zu haben, sich zu erholen. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, ich bin ein ganz, ganz großer Fan auch von körperlichen Dingen. Ja? Wie oft vergessen wir den ganzen Tag, manchmal sogar aufs Essen, aber auch darauf, sich mal einfach zu strecken oder sich mal wieder gerade zu richten, wenn man so sitzt den ganzen Tag. Und das sind Kleinigkeiten, die auch schon mal helfen können. Und vor allen Dingen das Durchatmen, da meine ich auch wirklich das bewusste Atmen, hilft auf der körperlichen Seite auch sehr gut. Und Stresshormone werden sowieso, wie wir wissen, durch Sport und Bewegung am besten abgebaut. Also auf das ist auch zu achten. Und natürlich, wie immer auch, darf man auch den Mind nicht vergessen und wie man über gewisse Dinge denkt. Wenn wir uns langfristig Stresssituationen aussetzen oder diesen ausgesetzt sind, ist für alle ganz klar, dass wir auch krank werden können, ja, weil das uns einfach von innen regelrecht auffrisst. Und eine Voraussetzung für eine verbesserte Widerstandsfähigkeit oder eben auch Resilienz ist ja ein Bewusstsein auch dafür, was sind denn die Situationen, die mich so stressen? Was bringt mich denn da so ein bisschen aus meinem Gleichgewicht? Wenn ich lernen kann, achtsamer zu sein, welche Stresssituationen das bei mir sind oder welche Auslöser das bei mir sind, die mich so fühlen lassen, hilft es mir dabei auch, schlimmere Auswirkungen zu vermeiden? Kann ich dann damit besser umgehen? Klar, es ist immer wichtig, eben die Auslöser auch zu identifizieren. Und dann, wenn ich das weiß, aha, da ist eine Schwachstelle, dann kann ich mir entweder auch Hilfe holen, aber auch schauen, wie kann ich denn diese Situation verändern? Was kann ich verbessern? Wie kann ich mein Verhalten selber auch verändern? Weil manchmal reicht es, wenn man immer Streit hat oder Stress hat mit den Kollegen, dass man mal selber anders hineingeht in eine Situation und plötzlich sind auch die anderen anders, weil wir hängen ja alle zusammen. Ja? Und wenn ich mich verändere, verändert sich mein Umfeld unweigerlich. Das ist gar nicht anders denkbar. Also auch da mal versuchen, auszusteigen, rauszugehen aus den gewohnten Bahnen und was anders zu machen. Das funktioniert schon, ja.
Diese Einstellung, von der Sie gerade gesprochen haben, hat ja auch viel mit den Glaubenssätzen zu tun, die man sich vielleicht über sein Leben aufgebaut hat und vor allem auch manifestiert hat in seinem Kopf. Diese umzustellen oder vielleicht mit einer anderen Grundeinstellung in bestimmte Sachen reinzugehen, hört sich für mich nach einem doch sehr intensiven, langfristigen Prozess an, der nicht ganz so einfach ist. Würden Sie sagen, es lohnt sich trotzdem, damit anzufangen, bestimmte Sachen zu hinterfragen und auch bestimmte Einstellungen zu ändern, wie ich Sachen wahrnehme? Absolut. Das ist einfach Persönlichkeitsentwicklung. Ja, man kann das hinnehmen und sagen, ich bin halt so geworden, wie ich bin. Ja, eine Möglichkeit, kann man sich damit zufrieden geben. Ich habe das nie gemacht. Ja, ich wollte immer mehr, ich wollte immer weiter, ich wollte einfach wachsen und ich wollte nicht in diesen schrecklichen Situationen stecken bleiben. Also, das ist ja immer der Grund, wenn alles glatt geht, will ja sich niemand verändern. Aber wenn es mal schwierig ist, dann kommt es darauf an, was unternehme ich, warte ich, bis es vorbei ist, ne? Das kann ewig dauern. Oder ich werde aktiv und mache etwas, ich setze mich damit auseinander, ich grabe von mir aus auch mal da ein bisschen in meiner Psyche. Mit den Coaching-Methoden ist das Gott sei Dank so, dass man da nicht jahrelang an einem Thema sich auf die Couch legen muss, wie in der Therapie, sondern es geht halt dann doch ein bisschen schneller. Und es zahlt sich auf alle Fälle aus, weil man dann doch weiterkommt. Das sieht man oft nicht, wenn man gerade so mittendrin ist und wenn es so schwer ist und man denkt, wow, das macht eh keinen Sinn und das hört nie auf. Aber das ist dann hat man das Tal noch nicht durchschritten und dann irgendwann geht es wieder bergauf und man hat die nächste Ebene erreicht und dann geht man ein Stück und dann kommt das nächste Teil. Das fand ich einen wunderschönen, positiven Schlusssatz von Ihnen, der auch irgendwie Lust macht, sich damit zu beschäftigen. Frau Stariebacher, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben und dass Sie uns auch so ein paar Wege gezeigt haben, wie man denn ja vielleicht auch glücklicher durchs Leben gehen kann. Dankeschön. Dankeschön.